Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator. Warum hat er denn hier wieder Codierungsprobleme, hä? Naja, kleines Orschloch. Was soll ich denn jetzt sagen? Achso, ich würde auch viel mehr Folgen wie 7 aufnehmen. Ich war sogar manchmal schon überlegen, so viel zu spielen, dass ich 2 Folgen pro Tag habe. Was ich zum Beispiel ja mit anderen Projekten ja auch schon mal gemacht hätte. So, der Rest bleibt hier drauf. Aber, ich würde sagen, dass die Zeit ja das Hauptproblem ist, ne? Habe ich nicht auf Vario stehen? Ich habe irgendwie das Gefühl, doch, steht auf Vario. Irgendwie habe ich das Problem. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Liegt vielleicht daran, weil ich bei meinem Bruder den Laptop gemacht habe und mit Tastaturen eine kurze Zeit da was gemacht habe. Ist ja auch nicht schlimm. Aber man schafft es halt einfach nicht, ne? Also wenn man Vollzeit-YouTuber wäre, muss, würde ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich das wirklich wäre und ich da wirklich mein hundertprozentiges Geld rausholen würde, da muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, würde ich wirklich 2 Maps spielen. Zum Beispiel bei Landwirtschaftssimulatoren auch viel mehr Projekte haben. Also zum Beispiel jetzt am Wochenende gab es ja Metro Exodus, glaube ich, heißt es, ne? Das neue Metro auf jeden Fall ist ja jetzt auf Steam und ich bin jemand, der das nicht mehr toleriert mit Epic und Steam und dies und jenes. Also ich hasse das ja wie die Pest. Hat nichts mit Epic zu tun. Ich finde einfach, dass der Computer gelitten hätte, wenn wir Valve nicht gehabt hätten. Ob die zu viel Geld nehmen oder nicht, das ist alles ein Publisher-Problem, das ist nicht mein Problem. Da hat sich die Spielindustrie mit auseinanderzusetzen. Aber dann nur diese Exklusivtitel, wenn ich ganz ehrlich bin, wir hatten früher keine andere Plattform. Deswegen finde ich das ja immer so geil, wenn dann Leute sagen, ja, Valve hat ja genau das Gleiche gemacht, weil wir einfach gar keine andere Plattform hatten. Also, wen hatten wir denn, Leute? Wir haben EA, wir haben Uplay, wir haben GOG und EA, Uplay, GOG, Epic Games jetzt. Und Epic gab es ja nicht für solche Titel. Und das ist ja eigentlich alles. Und mir fällt gerade ein, wir wollten eigentlich den Stroh woanders abladen, aber jetzt ist nicht schön. So. Das ist so bei mir ein Punkt, wo ich mir sage, ich habe nichts gegen die. Die sollen alle machen, was sie wollen. Aber ich kaufe dann nichts, weil ich mir sage, Steam, ohne die wären wir aufgeschmissen gewesen. Und wenn jetzt heute sich andere breit machen, ja, dann ist es okay. Und dann akzeptiere ich das auch. Und es gibt keinen Hate oder so. Aber ich möchte gerne meine Spiele weiterhin auf Steam haben und nicht auf Epic Games. Also, und mehr eigentlich nicht. Also, dass dann gehatet wird, da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht nachvollziehen und das ist auch dumm in meinen Augen, haten. Aber ich möchte gerne meine Games auf Steam haben und fertig. Genau wie ich Uplay Games auf Uplay haben will und nicht auf Steam. Und das wäre genauso wie Fortnite, will ich auf Epic Games und nicht bei Steam haben. Also, das ist halt einfach so. Da hat auch jeder seine eigene Meinung. Das ist ja auch vollkommen okay, dass ihr alle eure eigene Meinung habt. Jeder hat eine andere Meinung, weil sonst hätten wir auch alle die gleiche Frau und die gleichen Autos und würden alle auf die gleichen Traktoren stehen, wenn wir jetzt hier schon in Landwirtschaftssimulator sind. Und daher finde ich das eigentlich alles ziemlich easy. So, jetzt müssen wir immer sauber machen hier. Und dann muss ich mal gucken, ob wir Feld 2 pflügen mussten oder nicht. Das weiß ich nämlich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Blub. Da muss ich nämlich dann gleich mal gucken. Aber erstmal hier wieder für Ordnung sorgen. Aber sieht schick aus, oder? Ich mag ja diese Class-Sachen, ne? Das kann sich keiner vorstellen.
Ja, ist der Schlauch zu Ende, Leute, der Schlauch zu Ende. So. So. Fertig. Bringen wir mal wieder weg. Aber es muss auch alles jeder selbst entscheiden. Und es ist genauso, dass dann jetzt wahrscheinlich dann durch die letzte Folge welche sagen, ich bin nicht kritikfähig, aber ich habe ja in dem Sinne sogar zugestimmt, dass er ja recht hat. Aber das war dämlich. Aber dass ich schlecht anmoderiere, dass ich halt krank bin, da kann ich dann halt auch nichts dran ändern. Ne? Also krank ist krank und dann ist das in dem Sinne auch in Ordnung. So, jetzt müssen wir mal, ja, alle mal gucken, ob wir zwei pflügen mussten oder nicht. Ne, dahin muss gepflügt werden nicht. Wir können gleich sehen. So, da haben wir Weizen drauf, da muss auf das andere Gerste. Irgendwie voll die Sämaschine ist. Aber das andere Feld ist ja auch noch nicht fertig, ne? Wer denn eigentlich so schief hier hingestellt, hä? Ihr alten Lümmels. Oh, sogar voll. So, ja, das war natürlich, wann kann man denn direkt auf I alles abladen? Okay. Ja, da muss ich jetzt erstmal irgendwie gucken, wie wir dass das alle sind. Es war auf jeden Fall voll bis oben hin. Haben wir da jetzt wirklich keinen Sack mehr stehen? Nein, hier ist wirklich alles weg. Sehr schön. Weil ich habe nämlich I gedrückt und ich muss ja Z drücken. Weizen, Gerste. So. Seht ihr, hier steht noch der andere Trecker, weil ich meinem Bruder das hier mit den Rundbeinen gezeigt habe. Mit dem Lager. Finde ich ja absolut genial einfach. So, erstmal ohne Anreißen einfach einmal rum. Anschmeißen, runter und gib ihn. Ach, ja, ja, ist ja in Ordnung. Haben wir. Und gib ihn. Sehr schön. Ja, es gibt ja jetzt ein neues Diablo, hätte ich jetzt fast gesagt. Ein neues Slug and Slay Spiel. Oh, ich habe eine Errungenschaft gekriegt. auf Steam.
Ich habe selber noch nicht gespielt. Ich habe sehr viel geguckt und ich muss bis jetzt sagen, dass es mir sehr, sehr gut gefällt. Es gibt viele Bugs. Aber ich glaube, das Hauptproblem sind die Server. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Also es gibt... wartet mal, ich muss anders fahren. Für mich ist einfach dieser gewisse Punkt, der hat vorher Early Access Status. Und dann ist dieses Spiel, hatten wir jetzt einfach mal einen Schnitt von 14.000 Spielern gleichzeitig, okay? Und jetzt ist das Spiel draußen und den ersten Tag sind das mal gleich auf 62.000 gleichzeitig spielen. Gleichzeitig. Da ist dann schon so leicht dieses Problem mit den Servern aufgetreten, dass zwischendurch immer wieder gekickt worden bist und dies und jenes. Und ich muss auch sagen, ich glaube, das ist bei mir auch ein Grund, warum ich es noch nicht geholt habe. Aber man muss auch ein bisschen Verständnis haben und es soll nicht gut reden, sondern einfach Verständnis haben. Gestern, glaube ich, war ein Höchststand von 126.000 Spieler gleichzeitig. Und da sind die Server komplett reingeschissen. Leute. Gleichzeitig. Also nur mal so zu eurer Info. Die meisten Spiele, die ihr spielt, haben nicht so viele Leute. Wie zum Beispiel Landwirtschaftssimulator kommt in Steam, wenn es gut läuft, auf 20.000, 23.000 gleichzeitig. Ne, also das ist lächerlich, Leute. Das ist absolut lächerlich gegenüber, was die gerissen haben. Ich muss sagen, ich kann die Leute verstehen, dass sie sich aufregen wegen den Servern. Aber von einer Seite muss man auch sagen, Leute, für 123.000 Spieler die Server zurechtstellen, dass der Online-Modus vernünftig funktioniert, ist, glaube ich, nicht einfach. Und dass man das dann mit Diablo vergleicht oder mit Blizzard, Leute, ihr könnt nicht so ein Publisher wie Blizzard, der Millionen Leute in WoW hat, Millionen Leute in Diablo hat, in StarCraft früher Millionen Leute hatte. Und es gab auch Einlog-Probleme während des Wadens. Hat jemand einen Disconnect gekriegt, ist nicht mehr reingekommen, weil die Log-Server down waren und dies und jenes. Und ich spreche nicht einfach das, was ich lese, sondern ich habe es ja selbst erlebt, wo ich geprogressed habe in WoW. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich das überhaupt gar nicht so tragisch finde, dass das passiert ist, dass die Leute dafür eine negative Bewertung geben. Kann ich auch verstehen, aber muss ich immer gleich alles negativ und alles kaputt schreiben, nur weil die Server nicht funktionieren? Dass in Akt 2 manche Sachen nicht funktionieren. Zum Beispiel Akt 1 sagen ganz viele, die Bosse sind nicht zu killen. Also, ich erwähne ja nicht oft Leute, wo ich gucke, aber ich gucke zum Beispiel Mario, und Mario Pogango, ja, und da habe ich das zum Beispiel geguckt und auch bei anderen und die haben alle den Boss down gekriegt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, wir sind hier nicht bei Teletubbies. Also, keine Ahnung. Sind dann nicht manchmal die Leute inkompetent? Habt ihr vielleicht nicht verstanden, wie ihr skillt? Habt ihr vielleicht nicht verstanden, was man machen muss? Und der Boss ist schwer. Oh, das will ich nicht sagen, dass der nicht schwer ist, ja? Da haben ganz viele Leute ganz, ganz viele Probleme mit. Und auch ein Mario hat sich ein bisschen gequält, diesen Down zu kriegen. Aber es ist möglich.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, chillt mal ein bisschen mehr. Ja? Und dann klappt das auch. So. Oh, ich liebe das ja einfach hier, ne? Ja, Leute, schon wieder eine Folge rum. Ich sag wieder vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und hatet nicht immer ein bisschen, habt ein bisschen Geduld. Alle haben irgendwo Probleme mit dem Spiel, weil zeigt mir ein Spiel, was in den letzten Jahren rausgekommen ist, was keine Probleme hat, gibt es nicht. Gehört einfach dazu. Ne? Alle spielen zurzeit Escape for Tarkov. Ich bin auch mega begeistert von diesem Spiel. Deswegen gucke ich das auch bei Mario, weil ich finde, er ist einer der Besten, was damit zu tun hat. Meine persönliche Meinung. Und man muss ganz klar einfach auch mal sagen, das Spiel war die ersten Jahre, wollen wir uns gar nicht darüber unterhalten. Es war eine Katastrophe. Und jetzt macht es so langsam Spaß. Vielen, vielen Dank. Bis morgen. Tschüss.